Hi und herzlich willkommen bei Max Wireless.de. Mein Name ist René. Vor mir liegt der mobile Hotspot Huawei E586. Ist das Pendant zum ZTE MS60. Beide Geräte unterstützen HSPA Plus mit 21,6 Mbit, sind Dualband-UMTS-Geräte, unterstützen WLAN B, G und N. Im Uplink sind 5,76 Mbit möglich. Unser Gerät ist im 3-Design, was dem Ganzen keinen Abbruch tut. Die originale Huawei-Variante, die in Deutschland erhältlich ist, schaut bis auf das 3-Logo vorne identisch aus. Oberhalb ist das Display zur Anzeige von Empfang, Technologie, Uhrzeit und auch verbrauchten Datenvolumen und der verbundenen WLAN-Geräte. Oberhalb lässt sich durch kurzes Eindrücken auf der Rückseite dann eben Akku und SIM-Karte einlegen. An der Seite schaltet ihr das Gerät ein und wenn es dann in der Hosentasche verschwindet, wird dann eben die Taste gesperrt. Die MicroSD-Karte ist hier einzulegen. Externer Antennenanschluss fehlt bei dem Gerät. An der unteren Seite haben wir den USB-Port zum Laden und Anschließen am Laptop. Weiterhin befindet sich in der Verpackung der übliche Papierkram, Garantiehinweis und auch Kurzanleitung. Der Akku selbstverständlich. Das USB-Kabel etwas kurz und verbinden wir mit dem PC bzw. Ladegerät. Und der Netzstecker, bei uns handelt es jetzt um die UK-Variante. Bei deutschen Geräten ist natürlich der deutsche Stecker dabei.